Hallo, liebe Zuschauer. Es begrüßt euch euer Rainer Sinn. Ich heiße euch willkommen zu meiner neuen Sendereihe Geopolitik Grundlagen. In dieser Sendereihe werden wir uns mit den Grundlagen der Geopolitik beschäftigen und uns nach und nach das nötige Verständnis aneignen, komplexe geopolitische Zusammenhänge zu analysieren und zu verstehen. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Entstehung früher Kulturen und Zivilisationen und schauen uns die Grundlagen des Staatswesens an einfachen Beispielen der frühen Kulturen an. Die ersten Kulturen entstanden so um 10.000 vor unserer Zeitrechnung. Ein wesentliches Merkmal dieser frühen Kulturen war, dass sie keine Jäger mehr waren und dass sie schon sowas wie Ackerbau und Viehzucht kannten. Die Unterschiede zu den Jäger- und Sammlerhorden, die es in der Zeit davor gab, liegen im Wesentlichen darin, dass man zum Beispiel, um Ackerbau zu betreiben, sowas wie planvolle und organisierte Strukturen braucht. Das heißt, man muss vorausschauend denken, man muss bestimmte Jahreszeiten einhalten, man muss eine bestimmte Arbeit aufwenden, um ein Feld zu bestellen. Das ist schon ein großer Unterschied zu dem Leben der Jäger und Sammler davor, die mehr in den Tag hineingelebt haben. Und zur Viehzucht ist noch zu erwähnen, neben der Tatsache, dass man Vieh schlachten kann, dass es Milch gibt und Fell und so weiter, ist es aber auch so, dass man sich bei den meisten Nutztieren auch die Arbeitskraft dieser Tiere zunutze machen konnte. Also zum Beispiel die Zugkraft von Stieren, oder die Tragekraft von Kamelen und Eseln oder auch sowas wie Pferde, auf denen man logischerweise reiten konnte. Also es hatte diverse Vorteile, Nutztiere zu haben, die irgendwelche Kulturen, die keine Nutztiere kannten, davor nicht hatten. Es war also ein nicht unbedeutender Fortschritt und Quantensprung im Leben dieser frühen Menschen. Mit der Bildung dieser ersten Kulturen ging auch das Entstehen fester Gemeinschaften einher. Man muss sich das so vorstellen: Die Jäger und Sammler der Frühzeit, also der Steinzeit, die zogen einfach in Gruppen durch die Gegend. Manchmal zerstritten sie sich auch, dann prügelten sie sich und trennten sich. Manchmal vereinigten sich auch irgendwelche Horden, um gemeinsam stärker zu werden, wenn ihre Zahl zu sehr gesunken war. Aber es war mehr so ein freies Leben in der Natur, wo sich quasi die Bindung in der Gruppe nur aus irgendwelchen familiären Strukturen ergeben hat. Man weiß heute, dass diese Horden der Steinzeit und Frühzeit so um die 20, 25, maximal 30 Mitglieder hatten, aber größer wurden diese Gemeinschaften in der Regel nicht. Mit der Entstehung dieser Ackerbau- und Viehzucht betreibenden Kulturen entstanden auch die ersten Siedlungen. Ein wesentliches Merkmal dieser Siedlungen war, dass sie Vorratshaltung betrieben haben. Das heißt, es gab sowas wie einen Vorratsraum, wo die Gemeinschaft ihre gesamten Nahrungsmittelvorräte gemeinsam sozusagen trocken und sicher gelagert hat. Die ältesten Vorratslager dieser Art, die man bis heute entdeckt hat, gehen zurück auf die Zeit von ungefähr 9.000 bis 10.000 vor unserer Zeitrechnung. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass zu dieser Zeit die ersten Siedlungen entstanden und diese Menschen sesshaft waren. Man konnte ja logischerweise das Lager nicht fortschleppen. Diese ersten Siedlungen hatten gewisse Vorteile, wie zum Beispiel die Risikoteilung. In einer größeren Gruppe war man besser geschützt vor irgendwelchen Räubern oder irgendwelchen Raubtieren oder auch mal einer Missernte. Das heißt, man konnte über mehrere Jahre hinweg Vorräte anhäufen, als es mal nicht so gut gelaufen ist. Nicht zuletzt konnte man solche Siedlungen auch mit irgendwelchen Schutzwällen umgeben, die den Bewohnern mehr Sicherheit verdienen haben. Jetzt wollen wir uns mal am Beispiel des alten Ägyptens eine dieser sehr frühen Zivilisationen ein bisschen genauer angucken. Die Ägypter kannten schon sowas wie die Kornkammer. Die Ägypter betrieben entlang des Nils Weizenanbau in großem Stil. Weizen hat den Vorteil, dass er unter geeigneten Bedingungen 4 bis 5 Jahre gelagert werden kann, ohne zu verderben. Dann hatten die alten Ägypter auch schon in ihrer Frühzeit richtige Armeen, also muss ich das so vorstellen, es waren vielleicht 400-500 Männer. Aber es waren schon richtige hauptberufliche Soldaten, die auch professionell trainierten und irgendwelchen Bauern sowohl von ihrer Ausbildung als auch von ihren Fähigkeiten als auch von ihren Waffen durchaus überlegen waren. Außerdem hatten die Ägypter schon das Königtum. Sie hatten einen Pharao, der begründete eine Dynastie, das heißt seine Nachfahren folgten ihm in seinem Amt.
Dieses Königtum konnte sich im alten Ägypten über tausende von Jahren halten und es gelang ihm sogar, dass die Pharaonen vom einfachen Volk wie Götter verehrt wurden. Das heißt, ihr Macht- und Herrschaftsanspruch war irgendwann völlig unangefochten. Ein wesentliches Merkmal des Königtums ist auch das Gewaltmonopol. Das bedeutet, dass es bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens gibt, die der Entscheidungsgewalt dieses Pharaos unterliegen. Also diese Vorstellung, dass man sich bei irgendwelchen Streitigkeiten nicht mehr einfach so die Köpfe einschlägt, dass es sowas wie einen Herrscher gibt, dass es sowas wie einen Richter gibt, der im Streitfall die Fakten prüft und dann sozusagen ein Urteil spricht und dass dieses Urteil auch von der Armee des Königs vollstreckt wird und von niemand anders. Das ist sozusagen ein absolut zentraler Aspekt zur Entstehung von frühen Staatsgebilden. Damit begannen sozusagen die frühen Reiche. Und man muss einfach sehen, dass diese frühen Reiche umso besser funktionierten, je mehr Leute sie unter ihre Kontrolle bekamen. Zum Beispiel gab es in Ägypten sowas wie regionale Missernten, die für die entsprechende Region sehr verheerend waren, aber durch die Vereinigung dieses Reiches und durch das System der Kornkammern in den einzelnen Regionen und der Lagerhaltung war es zum Beispiel auch möglich, im Fall von regionalen Missernten Korn aus anderen Regionen herbeizuschaffen und irgendwelche Hungersnöte zu unterbinden. Das war schon mal auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil dieser frühen Reiche. Ein weiterer großer Vorteil war die gebündelte Arbeitskraft. Viele Bauwerke der alten Ägypter, wie die Pyramiden oder die Sphinx oder irgendwelche Stelen oder Tempel, wären ohne diese Staatswesen so nicht möglich gewesen. Dann wenden wir uns mal der Religion der Ägypter zu. Also man muss wissen, die Religion der Ägypter basierte ursprünglich auf der Wetterprognose. Bei den Ägyptern waren die Saatzeiten, die Flutzeiten, die Dürrezeiten und so weiter, das war sehr entscheidend für ein Funktionieren ihrer Landwirtschaft. Und die ersten Priester des frühen Ägyptens waren aus heutiger Sicht, würden wir sagen, Meteorologen. Das heißt, diese Priester hatten irgendwelche Rituale und Zeremonien, die sie ausführten, und sie schrieben sozusagen irgendwelche Wetterphänomene den Göttern zu. Das Ganze war natürlich im weitesten Sinne Hokuspokus, um die einfachen Leute zu beeindrucken und sich selbst sozusagen als Repräsentanten einer höheren Macht darzustellen. In Wahrheit hatten diese Priester schon sowas wie den Kalender entdeckt. Sie wussten um die Jahreszeiten und sie konnten auch bis zu einem gewissen Punkt irgendwelche meteorologischen Phänomene interpretieren und hatten so mit ihren Vorhersagen meistens recht. Und falls sie mal nicht recht hatten, dann haben sie die Schuld den einfachen Bürgern gegeben, indem sie ihnen nämlich gesagt haben, die Götter sind dieses Jahr irgendwie böse, ihr wart nicht brav genug, ihr müsst mehr beten und unserer Priesterschaft mehr spenden und dann kommt der Regen ganz bestimmt bald. Dieser Hauptkult im alten Ägypten, der diese Wetterprognosen bedient hat und der sehr mächtig wurde im Verlauf der Zeit, hieß Amon-Ra. Das war wie ein Staat im Staat. Dieser Kult war unglaublich reich. Diese Priester kontrollierten ganze Landstriche im alten Ägypten. Und selbst der Pharao, der ja sozusagen als Gott galt im alten Ägypten, konnte gegen diesen Amon-Ra-Kult nicht ohne weiteres anregieren. Also er war immer auf das Wohlwollen dieser Priester angewiesen. Wurde aber in der Regel auch von ihnen unterstützt. Diese Amon-Ra-Priester hatten sozusagen ihr Ohr auch immer dicht an der Bevölkerung. Das heißt, sie konnten Stimmungen im Lande erkennen und dann den Pharao weitergeben. Sie konnten Unzufriedenheiten nach oben kommunizieren. Sie konnten aber auch beruhigend auf das Volk einwirken. Und man kann sagen, dass dieser Amon-Ra-Tempel oder dieser Amon-Ra-Kult der Vorläufer aller institutionalisierten Religionen ist, die sich später entwickelt haben, bis heute sozusagen. Im Laufe der Jahrtausende entwickelte sich Ägypten langsam aber stetig immer weiter. Die Bevölkerungszahlen nahmen langsam zu, die Gebiete Ägyptens nahmen langsam zu. So entstand im Laufe der Jahrtausende eine immer komplexere Gesellschaft. Man muss aber auch sehen, dass Entwicklung damals kein linearer Prozess war. Das bedeutet, es konnte sein, dass jahrhundertelang nicht viel passierte. Und dann kam es innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu einer Folge oder Kette von Ereignissen, die zu einem größeren Entwicklungsschub führten. Man kann den Unterschied zwischen primitiven Gesellschaften und Zivilisationen am besten daran herausarbeiten, wenn man sich die Bedeutung von Spezialisten klar macht. In einer primitiven Gesellschaft sind sozusagen alle Bürger mehr oder weniger mit den gleichen Aufgaben beschäftigt. Da sind dann irgendwie alle Bauern oder alle Jäger oder Fischer, während in einer komplexen Gesellschaft sich immer mehr spezialisierte Berufe herausbilden. Wie zum Beispiel diese Priester, die auch Meteorologen sind, oder zum Beispiel die Soldaten des Pharao oder auch irgendwelche Handwerker, da gibt es diverse Beispiele. Ich möchte mal hier auf zwei besondere Kulturen eingehen. Und zwar gab es im heutigen Mexiko die Maya und im heutigen Peru und Chile die Inka.
die hatten irgendwelche Priesterschaften, die hatten für ihre Zeit schon ganz fantastische mathematische Kenntnisse entwickelt. Die hatten schon für sich begriffen, dass die Erde eine Kugel ist. Sie hatten den Erdumfang ausgerechnet. Sie hatten begriffen, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Sie hatten auch schon sowas wie den Abstand zur Sonne ausgerechnet. Das heißt, mit diesen Kenntnissen waren sie ihrer Zeit sozusagen weit voraus. Auf der anderen Seite kannten sie zum Beispiel nicht das Rad. Sie hatten zwar schon sowas wie Pfade, aber Straßen bauten sie nicht und irgendwelche Karren und großartiges Hin- und Hertransportieren von Waren kannten sie auch nicht. Aber trotzdem hatten ihre Zivilisationen ein fantastisches Nischenwissen entwickelt, mit dem sie den anderen Zivilisationen auf der Welt weit voraus waren in diesem bestimmten Bereich. Das ist auch ein Merkmal einer sehr hohen Zivilisation. Und lange Zeit blieb es auch dabei. Also es gab hier und da auf der ganzen Welt verteilt irgendwelche Zivilisationen, die bestimmtes Nischenwissen entwickelt hatten. Aber es kam lange, lange Zeit nicht zu einem wirklichen Wissensaustausch. Der fand das erste Mal wirklich statt unter Alexander dem Großen, der sich da anschickte, sein hellenisches Reich zu erobern. Alexander der Große hatte einen sehr fähigen und weisen Vater. Der hatte diesen Kriegszug schon über viele, viele Jahre vorbereitet, hatte irgendwelche Wissenschaftler und Ingenieure in seine Hauptstadt damals geholt. Er hatte schon irgendwelche Kriegsmaschinen ersinnen lassen, er hatte sich irgendwelche neuen Formationen und Kampftaktiken wie die Phalanx überlegt. Und er starb aber, bevor er diese Pläne in die Tat umsetzen konnte. Dafür erbte sein Sohn Alexander mit 19 Jahren das Reich des Philipp. Er marschierte quasi in Griechenland, Kleinasien, der heutigen Türkei, im Mittleren Osten ein, er besetzte die Perser, er besetzte die Ägypter und marschierte letztlich sogar bis nach Indien. Das Reich, das er dabei eroberte, zerfiel quasi unmittelbar nach seinem Tode. Aber trotzdem hatte Alexander oder die Griechen der damaligen Zeit ein revolutionäres Konzept. Sie verbanden dieses ganze riesige Gebiet, was sie erobert hatten, mit Straßen. Sie öffneten auch die entsprechenden Kulturen füreinander. Das bedeutet, sie tauschten das Wissen der einzelnen Kulturen miteinander aus. Jedes Nischenwissen, das sie erlangen konnten, nahmen sie begierig an und sie verbreiteten es auch unter den von ihnen beherrschten Völkern. Als Folge davon kam es auch zu einer ersten wirklich fantastischen Blüte dieser Hochkulturen. Es gab im alten Ägypten schon sowas wie eine erste Dampfmaschine. Es gab auch auf Sizilien den Mathematiker Archimedes, der damals schon die Integral- und Differentialrechnung entdeckt hatte. Aber leider wurde seine Stadt Syrakus von den Römern erobert und er selbst wurde getötet, bevor er dieses Wissen wirklich weiterverbreiten konnte. Die Integral- und Differentialrechnung wurde erst im 16. Jahrhundert in Europa wiederentdeckt. Mit anderen Worten, die Renaissance hätte theoretisch auch 2000 Jahre früher anfangen können, aber sie tat es leider nicht, Pech gehabt. Dann bleibt noch zu erwähnen, dass die alten Ägypter auch schon wussten, dass die Erde eine Kugel ist. Sie hatten auch schon den Erdumfang ziemlich genau ausgerechnet. Sie wussten, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und solche Sachen waren alles schon bekannt. Aber leider gingen diese frühen Zivilisationen wieder unter und viel von diesem Wissen ging auch wieder verloren. Es musste 2000 Jahre später erst mühsam wiederentdeckt werden, sozusagen während der Renaissance. Aber es gibt auch heute noch vieles, das uns von diesen alten Zivilisationen geblieben ist. Wie zum Beispiel das Horoskop, stammt nämlich aus dem alten Persien. Die Astrologie ebenfalls, die Numerologie stammt aus dem Mittleren Osten. Und was auch ganz wichtig ist, war der Einfluss dieser frühen ägyptischen Religion auf alle späteren Religionen des eurasischen Kontinents. Also die Griechen haben ihre Religion zu 80% von den Ägyptern übernommen, die Römer wiederum von den Griechen und auch das Christentum und der Islam sind zutiefst geprägt von dieser frühen ägyptischen Religion. Zum Beispiel irgendwelche Feste wie Ostern oder Weihnachten gehen zurück auf die Astrologie und Numerologie und auch auf irgendwelche Feste der Ägypter. Und ebenso zu erwähnen ist der Einfluss der griechischen Philosophen, die unsere Gesellschaft und unsere Betrachtungsweisen bis in die heutige Gegenwart prägen.